Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within, wo wir, wieder einen Sender verteidigen müssen, beziehungsweise den Verschlüsser und danach den Sender. Ich hoffe, ich mache es jetzt in der richtigen Reihenfolge. Aber wir müssen auf jeden Fall da ganz nach Norden hin, wenn ich es richtig sehe. Und boah, wäre das geil, wenn ich... doch die Skelettrüstung genommen hätte und mit dieser Rüstung jetzt hier aufs Dach hochschießen. Aber da ich natürlich ein Fuchs bin, habe ich das natürlich nicht. Wir gehen auch jetzt einfach mal schnurstracks an die Front. Weil in der ersten Runde trifft man eigentlich Exoid-Leute nie. So, dann schicken wir mal welche aufs Dach auch. Vor allem können die einfach zum Sender gehen. Ach du Kacke. Den Schritt hätte ich vielleicht nicht wagen sollen. Commander, eine Exoid-Einheit versucht den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, werden sie die Position des Senders ermitteln. Vor allem, wie direkt einfach 6 Exoid-Truppen da drin sind. Das macht mir nix. Wir empfangen etliche Signale, die sich auf Strike One zu bewegen, Commander. Mehrere Feinde im Anmarsch. Das ist echt eine Menge. So, erstmal gucken, ob wir mit dem... Immerhin, ein Treffer. Da müssen wir halt so feuern. Triff. Das war kein guter Schuss von dir. Vor allem, das sind die 90% gewesen, ne? Ich überlege gerade, ob ich irgendwie den Flammenwerfer gut einsetzen kann. Hm, 60%. Zugang zu einer von Exons Funkrelaisstationen in der Gegend zu verschaffen, kann er mit den Verschlüsselungscodes aus den Daten des Feindes dessen Kommunikation vorübergehend deaktivieren. Genau, treff nicht. Also ich glaube, den muss ich runterziehen. Aber das Problem ist, ich kann ihn unten in keine Deckung ziehen. Bleibt er noch eine Runde auf dem Dach? Töte ihn bitte, töte ihn! Ah! V
45%, da ist doch nix. Kein Kaffeekuchen. Das Problem ist, wenn das Auto explodiert, dann geht der Sender daneben doch kaputt, oder? Ah, die waren ja alle auf Feldposten. Jetzt habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber zum Glück sind die schlechter, als sie aussehen. Machen wir wenigstens einen Granatenwurf. Das zerstört wenigstens die Deckung. Jetzt haben wir noch nämlich den Cyborg parat. Was ist ein Problem, wenn ich den Cyborg einsetze? Gucken wir mal. Beschießen kann ich den mit 75% dann. Und es reicht sogar. Interessant, hat das Sicherheitssystem des Kuriers fast geknackt, Commander. Wir müssen handeln, bevor sie herauskriegen, wo sich der Sender befindet. Schön, dass der unten schon feuert, ohne dass ich oben was machen kann. Ohne dass ich was sehe. Oh, bitte nicht. Der trifft. Oder auch nicht. Komm, komm, komm. Der trifft aber. Unglaublich. So, wenn ich das richtig sehe, stehen drei Leute hinter dem Wagen. In Ordnung, Commander. Angeblich mache ich so Schaden an allen. Dann versuchen wir es einfach mal. Genau, habt mal schön Panik. Keine Ziele. Du hast aber ein Ziel. Mit 83% bist du ja wohl. Das ist nicht gut. Alter Schwede. Feind ausgeschaltet. On my way. Treffer. He's dead. Nein! Ich wollte gar nicht schießen. Okay, wie viele haben wir noch? Zwei. Also ihn können wir genau davor jagen. Warum auch immer der ganz da hinten lang geht. Muerto. Ja.
So, er hält den Hack mal auf. Wir müssen Strike One zu seiner Verteidigung schicken, wenn wir die Daten nicht verlieren wollen. Kann doch nicht sein. Neues Ziel erhalten. Mehrere Feinde nähern sich Strike Ones Position, Commander. Kinderkacke. Stirb gefälligst. Baja confirmada. Bin unterwegs zum Ziel. Okay. Let's rock. I'm on it, Commander. Okay, einen kann man schon mal ausschalten. Guter kritischer Schuss. So, die Dame können wir auch schon mal ein bisschen zurückziehen. Und ich war mir sicher, dass ich jetzt da oben beim Sender drin stehe. Das war irgendwie klar. Das kam mir ein bisschen bekannt vor. Exalt will den Sender stürmen, Commander. Wenn wir sie nicht daran hindern, sind die Daten für immer verloren. Ja. Dann verbrennen sie mal ein bisschen. Die Situation gerät außer Kontrolle. Die Situation gerät außer Kontrolle. Renn weg. Oder auch nicht. So, flankier den. Sehr gut. Dann geht der Sniper auch schon mal down von denen. So, er hat leider noch einen Schuss in seiner Laserknarre. Aber ich hoffe, die reicht aus, um ihn da wegzuschauen. Ich hab keine Kugeln mehr. Tschüss. Verstanden, Commander. Er muss leider hier auf Feldposten gehen. Jetzt sei doch nicht so, heil dich doch nicht. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Vor allem aus dem Nichts einfach, vom Nirgendwo eingeblendet. Vor allem sind wir Sniper. Es sind vor allem nur Sniper. Wo hat der eine Deckung da hinten? Begeben mich an neue Position. Lustig ist auch, dass ich plötzlich, glaube ich, 4% weniger hatte, ne? 85% war der erste Wert. Ausgeschaltet. That's affirmative.
So, den lassen wir mal direkt in Overwatch. Ja, die Dame muss leider ihre Munition aufladen. Unser Schwerer hier kann mal eben den töten. Er lädt auch mal Munition auf. So, jetzt haben wir noch einen. Ja. Du gehst mal hier hin, bitte. Dreh mal. Dreh. Komm, Lucy. Ich glaube, da ist gerade die Deckung kaputt gegangen. Ah, zum Glück nicht komplett, nur ein bisschen. Ach, der kann noch nicht mal mehr feuern. Ich rücke vor. Aber was er kann, den Feind irritieren. Ich bin bereit. So, erstmal haben wir ihn. Er kann nämlich einen schönen Schuss von der Flanke machen. Und trifft sogar kritisch. So, von hier hinten können wir unseren Soldaten noch vorziehen. Der kann auch einen schönen Flankenschuss machen. Bei 78%, ey. Naja, sie kann 100% treffen. Gut. Jetzt können wir mal schauen, ob er vielleicht das Glück hat, obwohl es sind 80%. Durchs Holo zielen. Hätte der nächste jetzt auch besser treffen können. Wieder mal gute Arbeit. Aber was soll's? Sieg ist Sieg. Und das Paniklevel reduziert sich um 1. Und wir haben Ränge erhöht. Wir haben einen leider, der gefallen ist. Schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält. Finde ich gar nicht so gut. Schredderrakete. Machen wir lieber blitzschnelle Reflexe. Ach so, die Agentin wird befördert. Exalt Informationen, ein paar Waffenfragmente. Mögliche Position von Exalt Basen eingegrenzt. Ah, Terrormission. Oh, da habe ich eigentlich so gar keinen Bock drauf. Mein Gott. Ich brauche vor allem auch viel Geld nachher, um mal um den neuen Jäger zu bauen. Aber ich würde mal spekulieren, da ich den nachher eh nicht bauen kann, weil mir was fehlt.
nehmen wir die Tarnsatelliten auch noch mit rein. Mit der Gießerei wird es nicht langweilig werden. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Weil wir müssen auf jeden Fall den Alien-Terror machen. So, mehr dazu aber das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within. Mit eurem Doc, bis dann, ciao!